Hey Leute, ich bin's wieder. Heute geht's um was ganz Wichtiges, nämlich eine koordinative, anspruchsvolle Übung. Ganz wichtig, ihr braucht in jeder Lage ein gutes Rhythmusgefühl. Das heißt, wir sollten in jeder Trainingseinheit, wirklich in jeder Trainingseinheit, sollte eine Übung, eine Strecke dabei sein, wo ihr euer Rhythmusgefühl schulen könnt, um eben im Endeffekt eure Lage im Wettkampf besser zusammensetzen zu können. Das heißt, ich zeige euch jetzt eine Übung: Kraularme mit Delfin-Beinschlag. Pro Armzug machen wir einen Delfin-Kick. Und Ziel ist es dann, eben das rhythmisch gut und locker zusammensetzen, dass es eben ganz flüssig wird. Denn so könnt ihr auch im Wettkampf euer Kraul, euer Schmetterlingsstil besser, flüssiger schwimmen. Ich zeige euch das jetzt im Wasser. Und schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, wir haben jetzt da zwei Schwierigkeiten bei dieser Übung. Wir müssen einmal einen flüssigen, rhythmisierten Kraularmzug finden und das Ganze mit einem sauberen Delfin-Rhythmus im Beinschlag kombinieren. Das ist erstmal schon mal einzeln für sich eine Übung, um eben die Koordination zu verbessern, aber zusammengefügt ergibt es eine komplexe, rhythmisierende Koordinationsübung, die ist sehr anspruchsvoll, aber wenn ihr das macht und oft wiederholt, dann bringt es euch in jeder Lage weiter. Probiert es zu Hause, macht es nach. Ich werde noch weitere komplexe Koordinationsübungen für euch vorstellen, die auch sehr gut sind. Schaut euch so lange schon mal die ganzen anderen Technikvideos an, die ich für jedes Leistungsniveau schon hier auf dem Channel habe. Klickt euch durch und ihr findet alle was dazu. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bleibt fit. Ciao, ciao.